Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Starfield. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Wir sind auf Kriegs Vermächtnis. Wir sind auf dem Schiff, das die Massen an Credits transportiert und wir sind ganz kurz davor, rauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Ob es nur ein Märchen ist, ob da wirklich Knete noch ist. Vielleicht ist es auch schon abgesprengt, kaputt gegangen. Man weiß es ja einfach nicht. Ich bin gespannt. Bisschen müde, aber auch gespannt. Schutzsteuerung. Toll, haben wir schon kaputt gemacht. Roboter. Alles, was noch da ist, kann aktiviert werden. Alarm deaktivieren. Na? Gibt keine Computer mehr, hä? Keine Roboter. Ich alle zerschossen. Okay. Gibt's da noch Computer? Aber noch zwei. Für dich. Reparatur nicht möglich. Ja, man hat ja gar keine Chance, von denen nicht gesehen zu werden, ne? Okay, das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Sie müssen da oben hin. Wie soll denn Kriegs hier durchgekommen sein, ohne angegriffen worden zu sein? Glaubt man das selbst nicht dran, oder? Was haben wir denn hier Schönes? Giftgasmine, Schrotflintenpatrone, Coachman, Nova Blaster. Ich könnte jetzt ihr was geben, weil ich bin überladen. Aber ich gucke mich einfach noch ein bisschen um. Lauf schön langsam, damit ich auch nichts verpasse. So viel Stuff, Alter. Was hast du getan? Da war eine Kamera. Naja. Ah.
Tür öffnen. Roboter. Geschützsteuerung. Gibt keine mehr. Alarmsteuerung. Deaktivieren. Sehr schön. Hm, hoffentlich waren diese Daten es wert. Du bist mir echt ein Otto, ehrlich. Okay, also wir haben es jetzt direkt hier reingeschafft. Hier gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu entdecken. Komm da raus. So. Wir sind, glaube ich, nahe am Ziel. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß es selber nicht. Ich bin einfach manchmal geistig kleben geblieben. Das ist einfach so. Metabolikum, Alter, einen ganzen Dietrich verschwendet. Das ist mal wieder ein Riesenraum, Alter. Ein Riesenraum. Oh Gott. Ja, okay, wir gucken uns den an. Was haben wir hier? Deine Schnauze. Junge, ich bin hier auf einem Schiff voll mit Schrott, den ich gebrauchen kann. Du sagst mir ständig, ich soll irgendwas wegwerfen. Wofür bin ich jetzt hier eingebrochen? Ja gut. Tiersteuerung, Fehler. Okay, wir müssen also hier lang. Okay, der geht nur hier. Das heißt hier. Und der geht dann hier. Dann haben wir den. Maschinencomputer, Wartungsbericht, bla, Wartungsbericht, bla, bla. Schutzschirmsteuerung. Robotersteuerung.
Und Feinderkennung aktualisieren. Alarmsteuerung deaktiviert. Schön. Sie werden nicht mehr angegriffen jetzt. Oh, episches Item, Schrotflinte. Okay, ich wollte hier unten den Digi-Dietrich aufheben, aber... Alter, ich wollte sagen, lass mich den Digi-Dietrich aufheben. Okay, wir suchen uns weiter um. Das ist richtiges Deutsch. Wir suchen uns weiter um. Wir schauen uns weiter um, oder? Da oben war ein Geschütz. Da drüben war noch eine Kamera irgendwo. Hier, direkt. Ob wir was Schönes finden noch hier. Ich rieche es. Ich rieche, wenn hier irgendwas versteckt ist. Sehr schön. Wir nehmen alles mit. Roboter, Roboter. Roboter, Roboter. Space Trucker Kopfbedeckung. Eine Eon mit Muni. Jetzt muss aber doch mal irgendwann das Ende kommen. Tür öffnen. Das sind alles Credits? What? Ich bin reich! Warum kann ich die jetzt nicht alle öffnen? Erklär's mir. Ich will jedes einzelne von diesen Dingern öffnen. Jedes einzelne. Gegner. Da sind Gegner. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Da ist ein Gegner. Siehst du das? Uns ran. Alter, ey. Das sind alles meine Credits, das sage ich euch. Mein Gott. Sieh dir die ganzen Credits an. Hast du eine Ahnung, wie viel Geld in diesem Raum herumliegt?
ist es. Deswegen sind wir hier. Da sagst du was. Deswegen sind wir hier. Wenn du überladen bist, solltest du... Freunde, ey, wie nice wäre das jetzt, wenn man die wirklich nehmen könnte. Ich weiß, dass es nicht so ist. Es ist ein Bethesda-Spiel. Warum sollte man das können? Das wäre dumm. Aber wenn das gehen würde, ich würde hier jedes einzelne Ding aufmachen. Glaub mir das. So, komm mal her. Ich gebe dir mal was. Gerne. Guck mal. Ich habe so viele Waffen dabei. Ich habe noch einen Cutter. Ich habe immer noch zu viel. Kannst du noch einen Anzug nehmen? Und hier... Den behalte ich, habe ich gesagt. Wobei... Ne, da war der. Ich kann auch nicht mehr viel tragen. Okay, das war's. Du musst los? Wohin das alles wohl führt? Hast du was für mich? Ja, ich will mal eben kurz gucken, ob du Kleidung anziehen kannst. Kannst du auch die Dinge anziehen? Eigentlich? Tatsächlich. Ciao. Freunde, ihr könnt mich mal an meinem Popo knutschen. Ich will die Dinge alle aufmachen. Ey, ihr könnt mich doch nicht hier reinschmeißen und dann sagen, ich darf die Dinger nicht aufmachen. Ihr brecht mir gerade mein Herz. Okay, gehen wir los. Hier gehen wir gleich hin. Oh Mann, Alter, es gibt so viel zu entdecken. Oh Gott, ich sterbe. Alter, ich könnte euch nicht vorstellen... Mein Herz. Das hier bricht gerade mein Herz. Ich will all diese Credits haben. Von wegen, die sind hart verkodet und verschlüsselt und schießt mich tot. Du kannst mich mal an meinem Arsch lenken. Da sind einfach Credits drin. Ich habe schon so eine Kiste aufgemacht. Sei lieber gründlich. Sehr schön.
Hä, da muss man doch auch irgendwie reinkommen. Verstehe ich nicht. Hier sind Kisten dran. Und am Anfang waren auch nochmal zwei Kisten. Zwei Türen. Will jemand mit meinen Gefühlen spielen, Alter. Mit meinem Herzelein. Du siehst jetzt aus, ey. Alter, einfach zwei Folgen in diesem Raumschiff verbracht, ne? Ich krieg diese Türen nicht auf, die auch nicht. Wo ist er hin? Freunde, ich will wissen, wie ich diese Türen aufkriege. Hier ist kein Computer dafür. Dann habe ich genug von diesem Schlösserknackkram. Es gibt tatsächlich eine Mod, um das zu skippen. Und ehrlich, ich bin echt langsam am Überlegen, ob ich das drauf mache. Das nervt. Weil es echt nur noch nervt. Warum liegt der da so drüber? Als wenn den einer vergewaltigt hat? Ah ja, hier waren wir vorhin, das ist der Anfang sozusagen. Alter. Voll der Loot, Alter. Voll der Loot. Tja. Crewaufzeichnung gestartet. Okay, mal sehen. Wieder ein Tag vorbei. Dann sind wir jetzt bei 6 Wochen. Keine Ahnung. Die Rationen von meinem Schiff sind alle weg. Meine Uhr tickt ab jetzt also. Und ich sage Wind. Diese
Eltern. Ich hoffe nur, sie fährt den schönen Karren nicht komplett an die Wand. Oh. Ah, naja, ich setz mich jetzt mal hier hin. Oh, so, geht doch. Der beste Platz im Haus. Mit perfekter Aussicht. Das ganze Geld liegt vor meiner Nase und ist komplett wertlos. Was für ein Albtraum. Das ist das schlimmste Gefängnis, das man sich vorstellen kann. Ich würde jeden einzelnen Credit hier schenken, um wieder in New Atlantis zu sein. Mit der Scar, um mein Leben von vorne zu leben. Aber genug geträumt. Ich muss mich dem Unvermeidlichen stellen. Ich verbringe hier meine letzten Tage. Hoffentlich tritt jemand mit halbwegs Hirn in meine Fußstapfen und bringt diese schöne, fette Beute zur Crimson Fleet. Falls jemand diese Nachricht findet, sagt Isa, dass ich ihr keine Vorwürfe mache. Und sagt ihr vor allem, sie soll die Fleet stark halten. Crewaufzeichnung beendet. Mhm, okay. Crewaufzeichnung gestartet. Verdammte Scheiße! Nichts, komplette Zeitverschwendung. Ich habe alles versucht, was mir eingefallen ist und bin so weit wie zuvor. Und ich dachte, ich wäre ach so clever. Hätte den perfekten Plan. Erstens, mein Schiff reparieren und den Schildprototypen hochfahren. Zweitens, den Strom vom Crab Tank Array zurück ins System umleiten, um die Credits abzuschöpfen. Und drittens, schnell zurück zu meinem Schiff, bevor das EM-Feld die Legacy zerreißt. Drei leichte Schritte. Nur stecke ich schon bei Schritt 1 fest. Alle meine Schiffssysteme sind tot. Und auf diesem Schiff gibt es nichts, was mir hilft. Unglaublich, dass ich extra hier fliege und dann genauso festsitze wie die arme Crew dieses Schiffs. Oh. Wobei, Moment mal. Isa findet eine Lösung. Ich habe ihr ja extra gesagt, wohin ich fliege. Sie ist klug. Wenn ich das Treffen verpasse, weiß sie, dass etwas nicht stimmt. Wir wollten die Beute ja teilen. Ich muss einfach nur hier warten, bis ihr irgendwann klar wird, dass was faul ist. Dann kommt sie mich garantiert suchen. Bis dahin sollte ich anfangen, mein Essen zu rationieren. Ich warte wohl eine Weile. Crewaufzeichnung beendet. Externe Kommunikation entdeckt. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Legacy, bitte komm. Hier spricht Isa Melont. Hallo, Legacy? Ach du Scheiße. Isa? Bist du da? Isa? Ich bin hier. Ja, ich höre dich. Jasper Cricks. Du lebst noch? Tja, du warst schon immer ein sehr Mistkerl. Ja. Ich lebe noch. Enttäuscht. Ein Monat? Ehrlich? Du lässt mich einen Monat lang hier Panik schieben? Eine Woche war abgemacht. Moment. Ich glaube, weil ich von außerhalb des EM-Felds übertrage, wird mein Signal gestört. Das klang gerade so, als hätte Jasper Cricks der Große zugegeben, dass er Panik hat. Ja, schon gut. Sparen wir uns den Mist und du rettest mich, okay? Komm schon. Hier müssen Millionen von Credits liegen. Wir sind reich. Weißt du was? Ich glaube, ich passe. Weißt du noch, dass du mich zum kommissarischen Chef der Fleet gemacht hast, als du gegangen bist? Tja, da war mir klar, ich will den Job dauerhaft. Ich musste nur deine Schildpläne ein wenig abändern. Hauptsächlich die Fußnoten, in denen der Cheftechniker erwähnt, dass das System unfertig ist. Ich habe sogar einen Techniker dafür bezahlt, das Stromsystem auf deinem Schiff zu manipulieren. Aber sieh dich an. Überrascht mich, dass die Schilde lang genug gehalten haben, dass du durch den Sturm kommst. Was zur Hölle? Das kannst du mir nicht antun. Ich leite die Fleet. Was fällt dir ein? Bla bla bla. Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Ich leite sie. Du bist tot. Nur erzähle ich das niemandem, sondern dass du mit der Beute im Gepäck in den Sonnenuntergang geritten bist. Wunderbar romantisch. Die Fleet wird es lieben. Und die Credits sind dir egal? Geht es denn nicht um die Credits?
Die Fleet ist eine Familie. Schon vergessen? Wir müssen uns doch aufeinander verlassen können. Du Idiot! Kapierst du's nicht? Von der Legacy gibt es keine Rückfahrkarte. Die Technologie für deinen dämlichen Beutezug existiert einfach nicht. Und spar dir das Fleet-Motto. Ich hab mir den Bullshit jahrelang angehört, während du mich bei jedem Deal übergangen hast. Das nennst du Familie? Weißt du was? Ich bin froh, dass du noch lebst. Da kann ich Lebewohl sagen. Also, Lebewohl? So, fertig. Das war's. Isa? Isa! Bist du noch da? Antworte! Crewaufzeichnung beendet. Achtung, Crowdbank Tresor vollständig abgeriegelt. Achtung, manueller Angriff durch Captain Liang nötig, um diesen Status aufzuheben. Weitere Details. System erfasst schwere Schäden an den Anschlüssen der Sicherheitsinfrastruktur. Abriegelung kann aktuell nicht aufgehoben werden oder unterbrochen werden. Notfallmaßnahmen. Fall einer Sicherheitsbedrohung wird jegliche Notfälle, die eine Bedrohung für die Fracht des Schiffs darstellen, wird automatisch eine Abriegelung eingeleitet. Im Zuge des Abriegelungsvorgangs werden alle Schotten in den Maschinen- und Tresorraumbereichen sowie Sicherheitstüren zu den vertraulichen Bereichen des Tresorraums verriegelt. Zusätzlich werden die Sicherheitskameras sowie alle internen Verteidigungsmechanismen, Geschütztürme und Roboter aktiviert. Die Abriegelung kann nur durch das Transfermodul des Captains im Tresorkontrollraum aufgehoben werden. In ihren Handbüchern für Angestellte finden Sie Informationen darüber, wie Sie sich in Ihrem Falle. Okay. Schleppst du all diesen Schrott mit? Der Strom ist ausgefallen. Wir müssen hier schleunigst weg. Da waren noch Türen. Ja, okay. Aua. Was ist mit den Türen, die hier waren? Aua. Die Türen sind jetzt auf. Beowulf. Ich werde immer noch geschossen. Komm nur her. Ich vergaß. Ah, danke schön. Meine Augen.
Sehr gut gemacht, Sarah. Wir müssen auf die andere Seite noch. Da war auch noch was. Sarah, hier sind auch noch Sachen. Wir können nichts liegen lassen. Sarah, ich habe so viel Scheiß im Inventar. Mir geht es wunderbar, denn ich loote alles. Aua. Gott. Ich bin gerumse. Aber hier stehe ich gut. Der bringt nichts. Der ist genau für hier gedacht. Das geht aber nur so. Aha. Welcher ist noch für unten? Der ist nur für hier. Da der das nicht sein kann, kann der nur hierhin passen. Dann passt nur der hier. Der passt gar nicht, der auch nicht, der auch nicht. Wir haben nur die beiden Möglichkeiten. Sehr gut. 800 Credits, das war nicht wert. Ich weiß leider nicht mehr, wo die ganzen Zonen Türen waren. Was ist hier noch? Oh, Junge, ey. Ordentlich Damage abgekriegt. Warte mal. Mal speichern. Oha. Ich weiß leider nicht mehr, wo diese Türen waren. Waren die nicht hier? Oh ne, das ist der kaputte Reaktor. Macht's auch nicht besser. Das waren die, ne? Alter Schwede, hier ist die nächste Tür. Oh Mann, ey, fuck, einfach raus hier jetzt. Giftgas. Ja, das war der. Lass mich durch. Wir müssen uns heilen. Oh, und danach erstmal zum Onkel Doktor. Fuck. Ich bin komplett im Eimer.
Okay. Kann ich meine Sachen, die ich jetzt im Inventar habe, erstmal eben weglegen? Und dann gucken wir uns das nachher in Ruhe an, ob da was bei ist. Da dürfte bestimmt irgendwas bei sein. So viel Kram, wie ich jetzt hier gesammelt habe. Würde mich wundern, wenn da nicht irgendwas bei ist. Was Gutes. Leere Essensbehälter. Einfach so. Okay, ich bin komplett verstrahlt. Ich bin im Arsch. Ich bin alles eigentlich. Aber lass uns schnell hier weg. Erstmal speichern. Die Wahl des Zielsprungsorts entscheidet über deine endgültige Zugehörigkeit der UC SysDev oder zur Crimson Fleet. So. Also entweder bringen wir es jetzt zur UC SysDev oder zur Fleet. Und eigentlich, da die SysDev mich behandelt hat wie ein Arsch, bringe ich es zur Fleet. Ist so. Warum kann ich das nicht festlegen hier? Schnellreise ist an diesem Ort nicht verfügbar. Und weg. Sehr gut. Die System macht doch immer Druck. Schaltet sie aus. Okay. Tschüss, UC. Geht sicher, dass sie keine Verstärkung haben. Mehr hast du nicht drauf? So, der nächste. Sie haben den Graf und sie verwischt. Ja, lass die UC Sister weg mit dir. Bevor ich das jetzt weitermache, warte mal. Fliegen habe ich jetzt auf Rang. Genau, gut, bevor wir jetzt hier weitermachen, lieber noch schnell spielen. Oh. Einmal die Schubdüsen nutzen und rumdrehen. Du kleiner Pisser. Hä? Ich bin dem Falschen angelegt, Lapovic.
Und jetzt kümmern wir uns um das Ding. Wo ist er? Da. Weg mit dir, Schmutz. Ist ja gut. Sofort. Ich glaube, er weiß, dass wir böse sind eigentlich. So, Freunde. Bevor wir jetzt reingehen, machen wir einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Starfield. Guck mal, wir haben einen neuen Abonnenten. Hallo, tschüss.